Einen wunderschönen guten Tag. Canon Cinema Objektive sind ja wirklich eine verdammt teure Angelegenheit. Zum Glück gibt es aber noch weitere Objektivanbieter und heute möchte ich euch eine grandiose Alternative zu den überteuerten Cinema Objektiven vorstellen. Heute geht es um das Valimax Pro 35mm 1,5T Objektiv, wird auch Samyang 35mm 1,5 genannt. Und ja, die Firma Valimax ist jetzt nicht gerade als die bekannteste oder beliebteste Objektivherstellungsfirma auf dem Markt bekannt, aber dieses Objektiv hat es wirklich in sich. Es kommt zwar noch nicht wirklich an die 4000 Cinema-Objektive von zum Beispiel Canon heran, aber es kostet nur in Anführungszeichen 500 Euro und dafür ist es wirklich, wirklich gut und eine nicht zu vernachlässigende Konkurrenz. Von diesem Objektiv gibt es zwei Ausführungen. Einmal für Fotografie und einmal für Film. Das haben wir jetzt hier auch vor uns. Diese Filmversion zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass die Markierungen des Objektivs nicht oben angebracht sind, sondern an der Seite und dass der Blenden- und der Fokusring auch Zahnradschienen haben. Das macht es einfacher, einen Follow-Fokus oder einen Rig zu verwenden. Eines der größten Merkmale ist, was schnell auffällt, ist, dass dieses Objektiv kaum Elektronik besitzt, was auch der Grund ist, warum es so billig ist. Das Objektiv hat keine Kontaktpunkte und deshalb keine Möglichkeit mit der Kamera zu kommunizieren. Das bedeutet kein Autofokus und kein Bildstabilisator. Blende und Fokus können nur per Hand, also manuell eingestellt werden, was aber nicht schlimm ist, da ich das beim Film alles so manuell wie möglich regeln möchte. Reden wir mal kurz über die Blende. Zuerst mal, was ist eine Blende von 1,5T? Normalerweise kennt man ja F-Stops, also wie groß die Blendenöffnung ist. Bei Cinema-Objektiven ist es so, dass in T-Stops gemessen wird. Kurz, F-Stops werden direkt an der Blende gemessen und T-Stops, die etwas genauer sind, erst am Sensor. Auf jeden Fall lässt dieses Objektiv mit 1,5T-Stops noch genug Licht durch, um bequem bei 100 ISO nachts filmen zu können. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei komplett offener Blende überall im Bild leichte chromatische Aberrationen auftreten können. Die Ringe zum Einstellen von Fokus und Blende gehen weich wie Butter und haben einen perfekten Widerstand, der sehr angenehm zu bedienen ist. Als ich das Objektiv zum allerersten Mal ausgepackt habe, ist mir positiv aufgefallen, dass direkt eine passende Tasche und eine Sonnenblende mitgeliefert wird. Das ist zwar nicht unglaublich besonders, aber trotzdem eine coole Sache. Auch fällt sofort das Gewicht auf. Es besteht zwar nur aus Plastik, was allerdings klasse verarbeitet wurde und sich sehr hochwertig anfühlt. Bevor ich euch ein paar Testaufnahmen zeige, hier nochmal eine kurze Gegenüberstellung von Vorteilen zu Nachteilen. Positiv, es ist sehr, sehr lichtstark und erzeugt sehr, sehr tolle Bilder, die gerade im tiefen Schärfenbereich wirklich wunderschön anzusehen sind. Außerdem hat es ein irres Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man überlegt, dass es gerade mal 500 Euro kostet. Negativ. Es gibt keinen Autofokus und keinen Bildstabilisator. Das war jetzt für mich nicht besonders wichtig, aber wem das wichtig ist, sollte das auf jeden Fall beachten. Auch ist negativ, also wenn nicht wirklich negativ, ist, dass es eine Fressbrennweite ist, also keinen Zoom besitzt und dass chromatische Aberrationen überall im Bild bei einer Blende von 1,5T auftreten können, was aber meckern auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Also gegen Ende ist es wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ich benutze es fast nur noch ausschließlich zum Filmen und es macht wirklich Spaß, mit diesem Objektiv zu filmen. Ich glaube, für diesen Preis bekommt man fast nichts Besseres. Der Kauflink ist in der Videobeschreibung und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Testaufnahmen. Like ice, your thumb on my lips, I blush, those fingertips. Well, they've got me under your spell, you know me so very well. Kiss me, I'll never tell. Say we are creatures, fate to come.